Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Mal wieder allein auf dem Server. Gab es ein paar längere Folgen vom Mod-Entwickler, vom Sanga. Ja, sorry, wollte das eigentlich ein bisschen länger gestalten, dass ihr wirklich nur so 2-3 Folgen habt, dass es in einem Rutsch kommt, aber naja, die jute alte Freizeit ist mal wieder dazwischen gekommen. Nun gut. Wir wollen uns heute mal mit was anderem beschäftigen, zwar auch mit Technik, aber nicht so was Technischem da, sondern wir beschäftigen uns heute mal, wenn wir jetzt im Inventar schauen, richtig, mit dem Bienchen und dem Blümchen. So, was machen wir denn da großartig? Wir gehen als erstes mal auf den Forestry Mod. Müsste man dann nur noch richtig schreiben. Ja, jetzt haben wir hier so ein paar Rezepte. Damit das aber ganz schneller geht. Für die Bienenzucht bräuchte man am Anfang ein Beehaus. Macht man ganz einfach. Das ist eine Honigfarbe, ein bisschen Holz und ein paar Slabs. Wir haben aber noch am Anfang den Apiary, sogar zwei. Die werden gemacht in den Impregnate im Carpenter durch Impregnate Casings, die wiederum durch Seed Oil gemacht werden oder Creosote Oil. Einfach dann Holz. So. Da wir aber mit zwei bestimmt nicht weit kommen, machen wir uns noch ein paar Apiaries. Das heißt, wir brauchen einen Carpenter. Da wir den so auch jetzt erst brauchen, das wundert mich. Ich hätte gedacht, den bräuchte man öfters, aber okay. Wir brauchen Bronze, ein Sturdy Casing aus Bronze und Glas. Würde ich sagen, gehen wir mal jetzt ans E. Ans E. Ans AE. Ich bin heute wieder genial, das. Ein Sturdy Casing, werden wir bestimmt noch ein paar Mal brauchen. Haben wir. Und der Carpenter ist fertig. So, wenn ich den Carpenter jetzt mal kurz aufstelle. Viele werden ihn wahrscheinlich schon kennen, aber es gibt Leute, die ihn nicht kennen. Der wird betrieben über MJ. Man legt hier halt ein Rezept rein, sagen wir mal so. Macht mir das. Braucht er teilweise nochmal eine Flüssigkeit, manchmal nicht, aber größtenteils. Und dann, wenn ihr hier unten die Items im Inventar habt, craftet er die. Bloß, hier gibt es jetzt kein Rezept, also kann er auch nichts craften. Gut. Ach, kann man den nicht weiter wünschen? Okay. Ich habe mir auch schon überlegt, wo wir das Ganze erstmal aufstellen. Könnten wir vorerst ja mal hier so aufstellen, aber ich würde das Ganze dann gerne mal da oben in der Pagode, wo auch unsere Schlafebene ist, würde ich das gerne dann aufstellen. Jo. Danke. So, der hat jetzt MJ. So, wir brauchen jetzt aber noch Seed Oil. Wie kommen wir daran? Seed Oil, ganz einfach. Ist nichts anderes als. Ja, so bekommt man Seed Oil. Man steckt einfach Honig in den Filtertransposer, steckt Filter ganz in der Zelle ab und man kriegt Seed Oil. Nein, man braucht den Squeezer und tut dann halt Kirschen rein. Oder saure Kirschen oder schwarze Kirschen. Almond, keine Ahnung, was das ist. Haselnüsse. Nüsse, noch mehr Nüsse. Und so weiter. Haben wir alles nicht. Wir machen das über Seeds. Ein Seed gibt 0,010 Millibuckets. Und wir brauchen, glaube ich, 1000. Aber dafür brauchen wir den Squeezer. Schauen wir uns nochmal das Rezept für den an. Der Squeezer wird gemacht aus Zinn, nimmst du die Casing und Glas. Auch kein Problem. Ich schakel gerade auch hier wieder so komisch rum. Ich schaue mal, was ich alles kurz schließen kann. Das brauche ich gerade nicht. Nee, Fraps sollte ich nicht schließen. Sky brauche ich auch gerade nicht. Da hat man, glaube ich, hat ein Geräusch gehört. Gut. Ah, ist schon besser, finde ich. Gut, wir brauchen einen Squeezer. Haben wir. Ah, der Server hängt heute mal wieder ein bisschen rum. Aber naja, ist nicht schlimm. Ich hoffe, euch stört es auch nicht. Gut. Squeezer kommt dahin. So, der ist jetzt auch aufgeladen. Jetzt bräuchten wir halt irgendeine Zelle und da Seeds rein.
Dies haben wir oben, das weiß ich. Ja, das dauert noch ein bisschen, bevor wir die ersten Bienchen anpflanzen, züchten. Haben wir hier noch? Nope. Bestimmt in der Steintruhe. Das sieht ja ein bisschen Maya aus mit den Seeds. Haben wir denn noch? Ja, komm. Nehmen wir hier mal so 2-6 Weed. Und dann leistet hier mal ein bisschen die Seed Oil. Oh, der hängt aber gerade ordentlich, der Server. Hat er Schluck auf oder was? Muss ich vielleicht nachher nochmal mit Backup darüber quasseln. Gut, wenn man jetzt hier sieht, da macht er das Seed-Oil. Er hat einen internen Buffer von 10.000, also da passt schon noch was rein. In der Zwischenzeit können wir nochmal ein paar Zellen machen, aber bestimmt noch ein paar irgendwo rumfliegen, oder? Wir brauchen da jetzt erstmal nur eine. Cell. Oh, wir haben echt keine mehr. Haben wir noch Zinnplatten? Auch nicht. Gut. Dann machen wir uns halt eben welche. Auch kein Problem. Da haben wir noch sogar Bronzeplatten, okay. Der arbeitet. Ist eigentlich gerade irgendwo drin. Jo. Gut. Wenn das dann am Arbeiten ist, könnten wir ja schon mal schnell die nächste Maschine brauen. Und zwar die Centrifuge. In der Centrifuge, nein, nicht die Thermal oder die Industrial, die hier, die von Forestry, macht aus Copper und einem Sturdy Casing. Und den, die haben wir jetzt auch. So, stellen wir schon mal auf. Und dann knacken wir die mal auch mal dazu. Das wird jetzt keine allzu große Aufnahme, halt nur schon mal, um das hier mal anzuschneiden, weil vor allem, weil uns noch ein paar Bienen fehlen. So. Hier haben wir jetzt halt schon so ein paar Honigwaben. Davon hebe ich mir jetzt aber mal kurz 5 für was Besonderes auf. Die können jetzt hier reingeschmissen werden. Und langsam geht die Leiter nach oben. Und wenn sie fertig ist, kriegen wir einen Honey Drop und B6. Das heißt so eine Honeycomb. Was kommt aus einem Mandelkomb raus? Schauen wir uns das Ganze auch mal an. Da bekommt man auch. Aus einer Mozzie-Komb. Was bekommt man da? Oh, da hat man nur B6 bekommen. Ja, das hat man auch manchmal. Da wollen wir dann hier nochmal so 2 Bevels hin machen für Bienenwachs und Honeydrops. Gut, wo war ich jetzt noch dran? Ah ja. Und zwar können wir aus diesen Honeycombs, können wir noch was Besonderes craften. Und zwar eine Pierre's Chest. Die machen wir uns dann auch mal direkt. Für die, die nicht wissen, was eine Pierre's Chest ist. Und dann ist es da, jawohl. Wieso hole ich die jetzt nicht raus? Also, die Pierre's Chest. Da können wir die ganzen Bienen, die wir doppelt und dreifach haben, ablagern. Das heißt, wir müssen nicht hier das AE vollmüllen oder so. Wollen wir nicht. Und die Bienen wollen wir dann mal da drüben, hier so neben den Häuschen, wollten wir die dann aufstellen. Hier sind ja ein paar Blümchen. Nehmen wir uns die mal mit. Knacken wir die mal hier hin. Nehmen wir uns hier Pierre's. Stellen einen hier hin und machen wir den nächsten daneben. Und schnallen da eine Blume hin. So, jetzt haben wir hier ein Verzeichnis. Hier können solche die Frames, ich zeige dir mal kurz. Frame. Hier die hier den Impregnated Frame aus Impregnated Sticks und ein String. Oder ein Proven Frame. Oder ein Proven Frame. Gut, dann eben nicht. Man kann auch alternativ den Untreated Frame machen, einfach nur aus Sticks, der hält da nicht lange. Die Frames haben eigentlich
meinen sie nur den Faktor, sie verlängern halt die Lebensexistenz einer Biene oder erhöhen die Produktion. Und dann gibt es hier noch Ignoble Stock bei der Princess und Pristine Stock. Ich meine, das war so bei Ignoble Stock, dass die länger, dass sie nicht sterben. Bei Pristine Stock sterben die. Also sollte man gucken, dass man halt immer mal so eine Ignoble Stock, ein paar auf Reserven hat. So, die tun wir dann jetzt mal alle hier rein. Und die wird befruchtet. Und was sehen wir jetzt hier? Not daytime. Operation is only possible during the day. Also, kurz übersetzt, Bienchen arbeiten nur tags. Tun wir die beiden nochmal hier kurz rein. Vielleicht haben die auch nochmal zu meckern. Ich meine, da war noch so was Besonderes bei denen. Wenn ich mich jetzt nicht mit denen verwechsel. Gehen wir währenddessen mal schnell schlafen. Gut. Jetzt haben wir Tag und die sollten jetzt auch arbeiten. Jo, die hat nichts rumzuzicken, die arbeitet. Mach mal hier nochmal Restricted. Und hier auch. So, hier diese grüne Leiste, die geht jetzt langsam runter. Langsam, ganz langsam. Sieht man schon irgendwo? Nö. Auf jeden Fall geht die jetzt langsam runter und irgendwann, wenn die Leiste unten ist, hier sieht man es, dann ist die Königin tot. Und es gibt neue Bienen und Honigfarben über die Zeit. Und hier ist jetzt mal die Pyramid Chest. Da haben wir ja noch ein paar Bienchen zu Hause. In der alten Behausung. Flitzen wir mal schnell hin. Gut, dann haben wir hier noch Sorceress, Nanometers und so weiter. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf Jagd gehen, nach den Bienchen. Das ist mir nämlich zu wenig. Weil wir mal ein paar ordentliche Züchtungen haben. Können wir dann jetzt hier mal reintun in die Pyramid Chest und man sieht, die passen da rein. So, ein Stonebrick passt da jetzt nicht rein. Oder eine Schaufel. Halt wirklich nur Bienchen. Da sind nochmal ein paar mehrere Seiten und das ist ganz schön erklärt. So, wie seid ihr? Ist das hier? Sehr schön. Und die? Oh! No flowers! Hive members are not finding the right flowers. Gut. Für diese Fälle machen wir uns jetzt mal einen Bealizer. Der Bealizer wird im Carpenter aus Zinn, Glas, Redstone und einem Diamanten gemacht. Und zwei Eimern Wasser. Machen wir die da mal schnell. Ja, noch ist hier draußen der Untergang. Wir sind halt wirklich noch am Umbauen. So, wir brauchen Zinn. Einen Dia. Glasspaints. Oh, haben sie auch noch. Und zwei Redstone. Ja, wir brauchen noch zwei Wassereimer. Einmal, zweimal. Gut. Dann geht es wieder auf nach oben.